Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder mal, euer XGamer032X und ich habe euch Let's Play GTA San Andreas Part 24 mitgebracht. Und ja, ich würde sagen, wir fahren direkt los zur Suite, beziehungsweise wir machen einen kurzen Abstecher. Ungefähr, ne, dahin. Oder wo war das? Ne, hier. Hier hin. Denn dort befindet sich eine Desert Eagle. Und ich bin mir auch in der Meinung, da in der Nähe von dieser Desert Eagle lag, denn auch, Quatsch, hier lag, war ein Graffiti an der Wand. Das wäre die typische zwei Fliegen mit einer Klappe Strategie. So. Oh ja, Desert Eagle ist eine sehr tolle Waffe. Eine Diegel. Boah, er ist wütend. Jetzt wird heftig. Wir parken jetzt ein. Bin auch der Meinung, hier war mal irgendwo eine Auster. Moment, lass mich mal schauen. Ich bin der Meinung, dass hier irgendwo mal eine Auster war. Ah, hier ist sie doch. Haha. Austern, 2 von 50. So. Da hinten sind Grove Street, Jungs. Oh, hier, was für eine schöne Waffe der hat. Die will ich haben. So. Wollen wir mal gucken, wa? Ich bin nämlich der Meinung, hier war irgendwo ein Graffiti. Also hier in dieser Gegend sollten ein paar Graffitis sein. Gar nicht mal allzu versteckt. Ja, da hinten sehe ich die Diegel. Das finde ich sehr gut. Okay. Gehen wir mal wieder zurück auf die Straße. Na komm, ich bin mir doch sicher, dass hier ein Graffiti war. Irgendwo hier war ein Graffiti, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Nehmen wir mal hier den Betonmischer. Ich will hier noch mal kurz rumfahren, weil ich habe echt das Gefühl, hier war irgendwo ein Graffiti. Das da, keine Ahnung. Ist halt so. Hier ist doch eins, haha. Haben wir immer noch keine genau. Spraydose dabei. Oh Mann. Das geht gar nicht. Wir fahren jetzt ganz schnell nochmal bei der Grove vorbei. Das haben wir schon übersprüht. Und ich bekam einen Kommentar, dass es bei dem Stadion auch eins sei. Da schauen wir gleich nochmal nach. Denn ich will ja alle Graffitis. Das hier haben wir auch noch nicht übersprüht. Machen wir denn auch direkt. Oh. Okay, das war ein bisschen problematisch. Raus da, Ballers. Digga, kauf dir Geld. Ja, wie blöd bist du auch. So, egal. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nochmal zum CJ Safe House. Eingeparkt. So, das müsste hier doch oben sein. Perfekt.
So, aber ich finde 1000 insgesamt, also Sprühkraft reicht nicht. Dann nehmen wir uns die nochmal mehr. Die müsste jetzt da wieder liegen. Nee, doch nicht. Oh. Und wenn wir einmal saven, ist die jetzt wieder da? Nö, egal. Sollte reichen erstmal, aber wir versprühen ja nicht so viel. So, jetzt fahren wir mal kurz zum Stadion. Und da in der Nähe müssten auch ein paar Graffitis sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, da mir ja gesagt wurde, dass hier beim Stadion irgendwo ein Graffiti sei, schauen wir hier mal. Ja, tatsächlich. Finde ich gut. Neunundzwanzig von 100. Da fehlt zwar noch eine kleine Ecke. Nachher noch eins hier irgendwo, kann ja sein. Nö. Tja, gut. Dann fahren, begeben wir uns mal langsam in Richtung Suite, aber auf einem Umweg kann man hier ja nochmal vorbeischauen. Ich meine, auch hier an der Autobahn war irgendwo ein Graffiti. Und da habe ich mich definitiv nicht getäuscht. Ich bin der Meinung, hier ist auch eins irgendwo. Da! Mann! Ich wusste, dass hier eins war. Aber wo genau war das? Keine Ahnung. Hier müsste aber auf dem Weg, also hier geradeaus, müsste irgendwo links oder rechts jetzt an der Wand irgendwo noch eins kommen nachher. Glaube ich. Aber ich bin der Meinung, ja. Komm schon, hier war irgendwo eins. Ich weiß das. Und hier, das weiß ich auf jeden Fall, irgendwo hier, glaube ich, da, glaube ich, ist auch noch eins. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber das können wir ja mal nachher irgendwann machen. Aber ich bin der Meinung, hier ist bei der Autobahn irgendwo eins. Hier drin vielleicht? Komm schon, ich habe mich nicht getäuscht. Ich weiß, dass hier irgendwo bei der Autobahn irgendwo eins war. Tja. Ich weiß, dass hier eins war. Ich bin nicht doof. So, fahren wir mal in die Richtung zurück. Das war jetzt schon wirklich verdammt lange verschwendete Zeit. Oder hier außen? Auf jeden Fall weiß ich, dass hier irgendwo eins war. Da! Aha! Ja. Wusste ich doch, dass bei der Autobahn irgendwo eins war. Aber wo genau, wusste ich nicht mehr. Wir fahren einfach direkt dahin. Okay, hier ist kein Platz zum Aussteigen. Problematik. So, einfach raus, drauf geschissen. So, das Graffiti holen wir uns jetzt noch. Und dann fahren wir schnell zu Suite. Das wäre dann auch wirklich ein langer Part. Das wollte ich eigentlich gar nicht, dass der so lang wird. Ja, hier, der Bulle stellt sich schon so blöd an. Wir nehmen den Mercedes. So.
Fahren wir, wo geht's am schnellsten? Ne, wir waren zu fahren zurück und nehmen die Autobahn. Profi. So. Gut. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja noch ein paar Graffitis. Lol, eine M4? Egal. Wir haben ja noch ein bisschen Munition mit AK. Aber egal, wir wissen ja, das nächste Mal, wenn wir das Graffiti da bei dem Flughafen machen, dann nehmen wir direkt da die M. Quatsch hier, die M4 mit. So. Oh, Schmerzen. Fahre mal zu. Lol. Tja, das ist die Physik in GTA. Irgendwas sagt mir, dass wir da hätten rausfahren müssen. Ne, wir können auch hier raus. Map. Hier unten war, glaube ich, auch eins. Ich will aber jetzt nicht so viel Zeit damit verschwenden, hier die Graffiti zu suchen. Sondern überleg mal, wir haben jetzt schon gleich einen 10-minütigen Part und wir haben noch nicht mal die Mission angefangen. Das geht gar nicht. Aber trotzdem nochmal danke an den Typ, der mir das Kommentar geschrieben hat mit dem an bei dem Stadion des Eins. Hat nämlich gestimmt. So. Jetzt rechts rum. Und wir sind beim Ammunition. Oh yeah. Das ist Ammunition. Hier kannst du Waffen und Munition kaufen. Das ist der Glen Park, Ballers Gebiet. Nein! Ich dachte, das gehört, keine Ahnung. Du musst die feindliche Gang ausschalten, um dieses Gebiet zu erobern. Ah, jetzt kommt auch mit Gangkriegen. Du sollst Glen Park, Ballers Gebiet erobern, geben Ammunition, falls du eine Waffe brauchst. Nee, aber eine Schutzweste wäre toll. I can meet all your home defense needs. Was haben wir für Fotoschrott abgesägte? Pistolen. Tech 9. Haben wir da schon noch welche? Ich glaube, wir haben davon noch was, wa? Ja, wir hätten davon noch was gehabt, egal. Granaten brauchen wir nicht. Schutzweste 200 oder so hat sie gekostet. Jo. Nehmen wir mal mit. SMG. Ja, dann nehmen wir doch lieber die mit. So, das wär's. Ja, die wird kommen, auf jeden Fall. Okay. So, Kollege, aussteigen. Schlechte Idee. So. Und jetzt ganz schnell zum Ganggebiet. Mach die Tür zu. Dankeschön. Was mache ich da? Tja, dann werden wir mal einen Gangstreit provozieren. Meine lieben Freunde der Sonne.
Der hat mich versucht umzufahren, der Sack. Steig da aus, du Würstchen. Boah, mit Baseballschläger wird man nicht so hart hier, Kollege. Okay, du hast die erste Welle überstanden. Naja, so krass ist das ja nicht, ne? Mal gucken. Irgendwie mag ich die Mission lieber, wo man halt so in Gefechten ist, wo die anderen Gegner auch richtige Waffen haben und so. Okay. Hier müsste aber nachher noch irgendwo eine Schutzweste rumliegen. Also das hier ist kein Problem. Aber da liegt sie doch. Okay. Alter. Ihr wisst auch nicht, was ein Führerschein ist, ne? Die Gross Street Families kontrollieren jetzt dieses Gebiet. Auf dem Radar ist es grün markiert. Finde ich gut. Jetzt ist das unser Glen Park. Die Gangmitglieder, deine Gangmitglieder sind jetzt in diesem Gebiet zu finden. Finde Scott. Dein Gebiet wird ständig von feindlichen Gangs angegriffen werden. Du musst es verteidigen. Ja, wenn ein Angriff stattfindet, wird das betreffende Gebiet rot aufblinken und auf dem Radar wird eine Markierung erscheinen. Durch die Übernahme eines Gebiets gewinnst du Achtung und Geld. Das Geld erscheint beim Unterschlupf an der Grove Street. Okay. Finde ich ja gut, ne? Tenpenny, set me up! Tenpenny, bla bla bla. Du hast die Ratte aufgestöbert. Erledige ihn, kein Problem. Yes, he. What you gonna do, tot ist er. Tja. Jetzt haben wir hier ganz viele Gang-Gebiete. Ich würde sagen, da dieses Video jetzt eh schon über 15 Minuten lang ist. Werden wir jetzt noch einen anderen Gangstreit provozieren? So, und zwar, warte mal, kann man die hier nicht irgendwie mitnehmen oder so? Die Kollegen, wie gegen das nochmal? Nö, keine Ahnung. Vielleicht können wir das noch gar nicht. Vielleicht, wir müssen ja noch eine Mission machen, wo man das lernt. Glaub ich. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, wir übernehmen das andere Gebiet hier auch nochmal. So, lauf zu. Ey, das ist ein Drogendealer. Die Typen haben immer viel Geld dabei. Get off that corner selling that dope over here, man. You know me, homie. Tschüss. Oh ja. Was habe ich gesagt? Drogendealer haben immer viel Geld dabei. Warum wohl? Weil es Drogendealer sind. Oh, hier ist ein Graffiti. Hahaha. Ist ja jetzt eh hier Grove-Gebiet. Warum ist denn da noch ein Ballos-Graffiti? Alter, pisst euch. Zwei Stück. Einen noch. Dann machen wir einen Gangstreit hier. Finde ich Gott. Da ist ja so ein Fressautomat. Dann nehmen wir uns mal einen Happen. So. Hier kann man sich gut verstecken. I'll be honest, I ain't got a license.
Hey, kommst du her, Kollege? Oh, der hat viel Geld dabei gehabt. Finde ich ja sehr gut, ne? Finde ich ja auch echt in der deutschen Version richtig unfair, dass man, wenn man manche Gegner tötet, kein Geld kriegt. Oh oh. I like to share too, thank you. Oh Gott, die zweite Welle erst. That's cool. Wo ist eine Schutzweste? Da ist eine Schutzweste. Gebt mir die. Glücklich. You gonna stay cool, man. Oh. Gangster-Level erreicht. Ich kann weiter entferntere Ziele treffen und ich bin genauer als auf weitere Distanz. Dieses Viertel gehört jetzt dir. Finde ich sehr schön. So, sammeln wir nochmal das Herz hier ein. Schutzweste sollte hier, glaube ich, nicht mehr liegen. Ne. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für diesen Part. Der. Oh, hier ist doch eine Schutzweste. So, Kollege, lass mich mal das Auto... Ne, warte mal, wir nehmen das. So, und jetzt gehen wir mal saven und dann wär's das für diesen Part. War ein sehr langer Part. Ey, ist ein Lowrider. Weg da. Weg da. Weg da. Tut mir leid, war mit Absicht. Okay. Ey, Graffiti. Das habe ich gesehen. Oh Mann, das ist ein sehr langer Part gewesen. Aber egal, mache ich ja gern so einen Part. So. Was hängen die Quatsch hier. Was hängen die in unserem Ganggebiet rum? Und da ich ja nicht blöd bin, weiß ich, dass das wieder ein Drogendealer ist und der wieder sehr viel Geld dabei hat. So, das heißt, Messer zücken. Hau ab. Geld? Ja. Oh, sehr viel Geld. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier sehe, rempel ich die um. Gut. Warte mal. War hier ein Graffiti irgendwann mal auf dem Dach oder so? Nee. Gut, da habe ich mich getäuscht. Genau, Grow Street for Life. Nicht den. Ich hatte eigentlich vor, den hier zu nehmen. Egal. Gut. So, wir parken jetzt mal unsere Karre. Oh, hier kann man jetzt Geld verdienen mit unseren Gebieten. Das heißt, wir werden jeden Part, wenn die Zeit reicht und so, werden wir mal so ein Ganggebiet erobern. Oh, guck mal hier. Ich will 306, dann sammle ich ein. Oh, sehr viel Munition schon wieder hierfür. Na komm. Ach, egal. So, wir gehen jetzt saven und dann war's das für diesen Part. Dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder und zwar bei Sweet, okay. Sweet, seine Mission ist hier vorne wieder verfügbar. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bewerte diesen langen Part. Ich persönlich finde lange Parts immer sehr genial. Wie es mit euch steht, eure Meinung. Bewertet halt, aber fair bitte. Fair bewerten, nicht weil der lang war irgendwie Daumen runter, sondern wegen dem Inhalt bewerten. Das wäre sehr nett von euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Xgamer032x. Tschüssi!